Sie hören Die Söldner 1. Söldnergilde von Stefan Burban. Gelesen von Matthias Luhr. Prolog. Eriakum lag verborgen unter einem dichten, alles verschlingenden Schleier aus Qualm und Asche. Ein Leichentuch, das sich über die Straßen der einst lebendigen und prächtigen Metropole legte. Hoch über den Türmen der gepeinigten Stadt zogen Schwärme von Krähen ihre Runden. Die Vögel des Todes kreischten vor Erwartung angesichts des bevorstehenden Festmahls. Ströme von Moiri-Soldaten ergossen sich durch die drei riesigen Breschen im äußeren Wall und drohten die Verteidiger allein durch ihre bloße Übermacht hinwegzufegen. Deren Bemühungen, die Stellung zu halten, stellten lediglich noch ein unbedeutendes Hindernis dar. Die Stadt stand unmittelbar vor dem Fall. Das Klirren von Schwertern und die Schreie von Frauen und Kindern drangen sogar bis zu dem Hügel 5 Kilometer vor der Stadt, der Erhebung, die Coyle Pollock, selbst ernannter Kriegsherr der Moiri-Allianz, sich als Feldherrenhügel ausgewählt hatte. Pollock seufzte zufrieden. Er war am Ziel seiner Wünsche. Eriacum, die Hauptstadt des Königreichs von Varis, gehörte ihm. Endlich! Nichts konnte die Einnahme der Stadt durch seine Truppen noch verhindern. Die Männer und Mauern des Königs waren gefallen, ihr anhaltender Widerstand zum Scheitern verurteilt. Der Feldzug war lang, hart und blutig gewesen. Die gerüsteten Truppen König Miras hatten erbittert und gut gekämpft. Aber gegen seine Streitmacht waren sie nur Ähren gewesen, die von der Sense des Bauern gemäht wurden. Hoch über der Stadt thronte der Königspalast von Eriacum. Stolz und wunderschön, mit seinen Säulen und dem goldverzierten Dach ein Musterbeispiel an Architekturkunst. Pollock hatte seinen Truppen befohlen, den Palast zu schleifen und bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Alle Männer, die Widerstand leisteten, sollten getötet, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft werden. Nichts sollte mehr an den Glanz der uralten Hauptstadt erinnern, wenn er hier fertig war. Gar nichts. Und noch etwas hatte er befohlen. Man sollte ihm die Köpfe des Königs und seiner ganzen Familie bringen, um sicherzugehen, dass niemand entkommen war. Komplikationen konnte er sich nicht leisten. Nicht am Vorabend seines Sieges, des größten Triumphs der Moiri. Ephraim, sein Schamane und oberster Ratgeber, trat pflichtbewusst an die Seite seines Herrn. Etwas, das niemand sonst unaufgefordert gewagt hätte. Denn die eisernen Schakale, Coyle Pollocks fanatisch loyale Leibwache, umringten den Kriegsherrn, allzeit bereit, diesen mit ihrem Leben zu schützen. Doch dem Schamanen machten sie wortlos Platz. Die Mitglieder der eisernen Schakale waren in schwere Rüstungen gehüllt und mit 2 Schwertern ausgerüstet, die sie in gekreuzten Scheiden auf dem Rücken trugen. Ihre Gesichter verbargen sie hinter kunstvollen Masken, jede Maske das Abbild eines Schakals mit gefletschten Zähnen. Die Mitglieder dieser Elite-Leibwache waren Veteranen vieler Schlachten und hatten sich im Feuer des Kampfes bewährt. Sie waren eiskalte und erbarmungslose Killer. Kampfhunde, die nur auf ein Zeichen ihres Herrn warteten, um von der Leine gelassen zu werden. Doch Ephraim brachte selbst sie zum Zittern. Der Schamane verstand sich auf uralte, von den meisten längst vergessene dunkle Künste. Und wer ihm in die Quere kam, der fand sich selbst.